Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der brandenburgische Ministerpräsident Steinbach hat gesagt, dass jede Woche ohne Ölembargo eine gute Woche ist. Und recht hat er. Und ich sage, dass jedes Jahr ohne Embargo und ohne Sanktionen ein gutes Jahr ist. Denn diese Embargos, die schädigen uns, meine Damen und Herren. Und Herr Minister Habeck hat uns ja auch getäuscht. Er hat gesagt, wir würden also von diesem 35-prozentigen Anteil russischem Öl schon längst auf 12% gesunken sein. Ich habe die Bundesregierung gefragt. Also da kam mitnichten die Antwort, dass das bekannt sei und auch nicht, woher also wir dann dieses Öl dann hätten beziehen sollen und welche Sorte und wie auch immer. Also es wird, vermute ich mal, mitnichten so der Fall sein. Zumindest weiß die Bundesregierung darüber nichts. Und das ist eine unverantwortliche Politik, denn sie müsste genau wissen, was jetzt hier zu tun ist und woher das Öl kommt, meine Damen und Herren. Aber man sieht daran, dass hier mehr Durchhalteparolen geschwungen werden und mehr Durchhaltepropaganda gemacht wird, als dass reale Politik hier die wirklichen Probleme adressiert. Das Ölembargo funktioniert so nicht, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Ungarn, die sich also dagegen wehren und uns hier noch ein wenig Luft zum Atmen verschaffen. Und die Ungarn haben es ja auch mal beziffert, was es sie kostet. Es kostet sie 15 bis 18 Milliarden Euro. Und anhand dieser Zahlen können Sie sich ja mal ausrechnen, was es uns kostet, wenn wir dieses Ölembargo wirklich durchführen. Aber auch dazu haben wir keine verlässliche Politik, diese Kosten beziffert. Ich habe es befragt, ich habe die Bundesregierung gefragt. Und normalerweise muss man diese Kosten berechnen, wenn man denn einen solchen tiefen Einschnitt macht. Aber nichts da. Und daran auch erkennen wir eben diese unverantwortliche Politik hier zulasten unserer Menschen im Land. Und wir sehen es ja eben auch gerade in der Uckermark, PCK Schwedt. Da werden die Lichter ausgehen, trotz aller schönen Worte und trotz aller Beteuerung, dass man das verhindern möchte. Aber die ersten Mitarbeiter verlassen dort schon das Werk. Das heißt, da ist schon gezündelt worden. Und das heißt, dass dieses Land jetzt, dass dieses Werk jetzt schon anfängt auszubluten, dank dieser unverantwortlichen Politik der im wirtschaftlichen Sinne verbrannten Erde, meine Damen und Herren. Herr Habeck hat zwar einen Eid geschworen, vom deutschen Volk den Schaden abzuwenden, aber er macht genau das Gegenteil. Er schädigt uns hier sehr massiv. Wenn wir dann die Folgen betrachten, 1.200 Arbeitnehmer in diesem Werk und noch mal 2.000 bis 4.000 Arbeitnehmer bei den Zuliefererbetrieben, dann ist das ein Kollateralschaden, den wir so nicht hinnehmen können. Das ist unsoziale Politik, meine Damen und Herren. Herr Habeck hat uns auch an anderer Stelle getäuscht. Er hat eben gesagt, die Laufzeitverlängerung der Kraft der Kernkraftwerke würde nicht Gasreserven einsparen. Aber das Kollege, ist ja eben nicht so, denn wir haben viel, viel mehr Potenzial, Gas einzusparen, als er zugibt. Herr Kollege, meine Damen und Herren, wir lehnen das Ölembargo ab. Vielen Dank. Die Kollegin Franziska Maschek spricht jetzt für die